So, und jetzt geht es in den nächsten 30 Minuten mal wieder um einfacher Leben. Und zwar in allen Lebenslagen. Egal, ob es um den Rasenmähen geht, ob es ums Wischen zu Hause geht, um Staubsaugen, ums Fensterputzen oder einfach ums freier Atmen. All das haben wir nämlich in dieser Sendung jetzt verpackt. Ja. Und beginnen tun wir ja mit Rasenmähen. Das macht ja vielen Leuten Spaß, aber andere sagen, ach, wäre das schön, wenn das jemand für mich machen würde. Ja. Wir haben dann die Schüler aus der Nachbarschaft engagiert oder geguckt, ja, irgendein Ferienjob. Für 10 unter der Hand, mähen wir den Rasen eben. Ja, komm, 10 Euro und dann mähst du mir den Rasen. Jetzt können wir das ganz viel einfacher machen, ohne immer 10 Euro zustecken zu müssen, sondern hier drücken wir nur auf den Knopf und unser Rasen wird vollautomatisch gemäht, denn wir haben hier einen Rasenmäher-Roboter. So, den schauen wir uns natürlich auch mal von unten an. Das Schöne ist, wir haben hier in der Summe zwei Schneiden, das heißt also zwei Messer. Das bedeutet also, hier haben wir eine ausgesprochen präzise Herangehensweise an das Thema Rasenmähen. Und das Schöne ist, Sie müssen sich eigentlich, wenn Sie ihn einmal eingeschaltet haben, um Ihren neuen Rasenmäher-Roboter gar nicht mehr großartig kümmern. Denn der hat natürlich auch die passenden Sensoren verbaut, sodass der wirklich so lange und so intensiv über Ihren Rasen drüber mäht, bis wirklich jeder Grashalm gleich lang ist. Das ist natürlich nicht nur etwas für die Golfer, sondern grundsätzlich für alle Freunde eines gepflegten Rasens. Und ich finde es spitzenklasse. Er merkt nämlich sogar noch, wenn der Akku leer ist, dann fährt er wieder eigenständig an seine Ladestation zurück und gibt dann wieder Gas. Bleibt dann auch dort, bis man ihm wieder sagt, okay, jetzt geht's weiter. Per Fernbedienung kann man das übrigens machen. Auch im Regen stoppt er automatisch zu mähen und geht zurück zum Homeoffice, sage ich jetzt mal, und lädt sich wieder auf. Und hier lässt er auch Der ist also enorm. Ich kann ihn jetzt per Fernbedienung steuern oder einfach warten, bis er an ein Hindernis trifft. Ja, im richtigen Leben am Rasen würden wir einfach einen Draht um das zu mähende Gebiet spannen. Ja. Und dann weiß er immer genau, in welchem Gebiet er denn mähen soll. Jetzt bei uns ist es natürlich ein bisschen schwierig, ihm zu sagen, mähe hier mal den Boden, weil wir haben hier im Studio einfach kein Gras. Aber Sie sehen das Prinzip. Funktioniert hervorragend. Komm mal her bis mit dem zu Ding. 2,5 Stunden mäht der übrigens. Und das für eine Fläche von bis zu 1500 Quadratmeter. Also da kann man sogar als Platzwart für einen Fußballverein kann man sich den Roboter auf den Rasen machen und sagen, komm hier, mäh mal. Das nächste Spiel ist am Samstag. Den ich mir doch mal vorstellen. Mein Sohn hat am Samstag ein Fußballturnier. Der ist wirklich Spitzenklasse. Und wenn ich mir überlege, wie viele Stunden, wie viele Tage, ich bin versucht zu sagen, wie viele Monate meines Lebens ich mit dem Thema Rasenmähen verbracht habe. Wir haben eine Rasenfläche von ungefähr 250 Quadratmetern, auch noch mit einer Böschung drin. Und ganz ehrlich, ich habe alles ausprobiert. Ich habe den Rasenmäher mit Elektrobetrieb, also mit Kabel. Ich habe benzinbetriebene Mäher ausprobiert und die Dinger sind so unglaublich schwer. Ganz ehrlich, ich stehe im Schweiße meines Angesichts, wenn ich fertig bin. Und das dann im Sommer jeden Samstag, da könnte ich mir Schöneres vorstellen. Zum Beispiel eine schöne Radtour mit der Familie oder mal ein schönes Picknick oder ein schönen Brunch beispielsweise, als mich jedes Mal stundenlang mit dem Rasen zu beschäftigen. Und wenn Sie das Problem kennen, ist das sicherlich genau das Richtige für Sie. Übrigens eine 28er Schnittbreite und eine recht flache Bauart. Das heißt, der kommt also auch präzise mal an die Stellen, wo du mit einem normalen, handelsüblichen Rasenmäher keine Chance hast. Auch mal unter den Büschen, um die Sträucher drumherum, ohne dass der gleich alles abmäht. Ja, und sauber gemäht wird dann. Er geht drüber, bis alles in der Schnitthöhe ist, die Sie möchten. 3 bis 4 Zentimeter können Sie da einstellen. Auch der Sicherheitsaspekt ist hier sehr hoch geschrieben. Wenn ich ihn nämlich mal hochnehme, wie es der Carsten vorhin gemacht hat, dann geht automatisch das Gehäuse hier auf den Notausschalter. Da sehen Sie ihn. Und damit geht überhaupt nichts mehr. Also gar keine Chance, den dann wieder anzumachen, es sei denn, Sie riegeln den Notaus wieder. Ich mache ihn jetzt wieder, bevor er losläuft. Mähte mir die Handfläche ab. Zum Zweiten haben wir natürlich auch Schlüssel dabei, mit dem ich sie abschließen kann, sodass also auch ungebetene Gäste oder ich sag mal die Kinder oder die Enkelkinder nicht aus Versehen den Roboter mal anmachen können, es dann zum Unfall kommt. Also auch das wird hiermit vermieden. Ja. Sicherheit ganz hoch. Das Mähergebnis ist hervorragend. Und vor allem, ich muss es nicht selber machen. Weißt du, was ich sehr zu schätzen weiß? Ich habe also auch nicht nur mit dem Rasenmähen Stunden meines Lebens verbracht, auch mit dem Vertikutieren unseres Rasens im Vorfeld, weil wir am Waldrand wohnen und sehr viel zu kämpfen haben mit Moos, mit Knöterich, mit Unkraut auf dem Rasen. Versuche ich natürlich immer einmal im Jahr, meistens zum Frühjahr hin, den Rasen zu vertikutieren. Dann werden wieder die Stellen neu eingesät. Und da muss man den Rasen natürlich vernünftig beihalten, muss ihn wässern und. Du hast hier jetzt den Vorteil, dass also alleine durch diese zwei Messer der Rasenabschnitt
Outfit so klein gehäckselt wird, dass man schon fast von Mulch sprechen kann. Und das bleibt einfach auf der Rasenfläche liegen. Das ist der beste und natürlichste Dünger, den Sie für Ihren Rasen bekommen können. Sie haben wahrscheinlich auch, ähnlich wie ich auch, ein Vermögen in den letzten Jahren für Rasendünger und alles Mögliche bezahlt. Ich bin sogar beim Platzwart unseres örtlichen Golfclubs gewesen, habe ihn mal gefragt, welchen Dünger benutzt du denn eigentlich? Ich habe für einen 5-Kilo-Sack ein kleines Vermögen bezahlt. Das wollen Sie gar nicht wissen, wie teuer das Ganze war. Ganz ehrlich, durch diese Mulchfunktion, die er gleichzeitig hat, das ganz fein geschnittene Gras, also einfach auf der Fläche liegen zu lassen, ist das der natürlichste Dünger für den Rasen, den man haben kann. Und dann wächst er gleichmäßig, saftig grün. Dann hast du den ganzen Sommer über Freude an einem richtig schön gemähten und sattgrünen Rasen. So muss es bitte sein. Und auch preislich bitte sind wir hier in einem Bereich unterwegs, der vielleicht einen Tick über einem handelsüblichen Rasenmäher liegt. Aber ganz ehrlich, von so einem Rasenmäher-Roboter hast du viele Jahre Freude. Ja, viele Jahre Freude und wenig Arbeit. Beeindruckend finde ich auch das Reifenprofil hier. Das heißt, der rutscht nicht durch, wenn das Gras mal ein bisschen höher ist und sagt, oh, ist mir zu hoch, ich bleib stehen. Nein, der kämpft sich da durch mit diesem hervorragenden Profil. Da greift er Spikes, schön, wie Spikes eigentlich, und fährt wunderbar durch. Und das Ganze für 569,91 €. Ja. Mit der Bestellnummer NX5128 und der 569, die mir selber Rasen mähen müssen, das ist doch toll. Fährt automatisch auf die Homestation. Mhm. Wenn es regnet, hört er auf, auch automatisch zu mähen, fährt auch wieder zurück. Und so ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ist dir übrigens aufgefallen, wie leise der ist? Ja, unglaublich. Also wenn ich den jetzt mal mit einem benzinbetriebenen Mäher aus der Nachbarschaft vergleiche, wo du selbst samstags morgens um 10 Uhr das Gefühl hast, da fliegen dir jetzt gleich hier die Jumbo-Jets durchs Wohnzimmer. Wahnsinn. Gibt es dann auch keinen Ärger mit Nachbarn. Genau. So, jetzt gehen wir nach Indoor. Jetzt putzen wir mal ein bisschen innen. Wir lassen putzen. Zwar mit unserem tollen Staub- und Wischroboter, den wir jetzt hier für Sie haben, liebe Zuschauer. Und so sieht das Kerlchen von unten aus. Das ist er live und in Natura. Schön flach, schön klein, der fällt gar nicht wirklich auf. Und was ich Ihnen hier mal zeigen möchte, das ist diese Möglichkeit, also auch nicht nur den blanken Boden, den glatten Boden, PVC, Fliesen, Parkett auszureinigen. Durch diese Funktion hier kommt er natürlich auch in die Fugen mit hinein. Und das ist fantastisch, weil du hier mit den mitgelieferten Tüchern antistatisch trocken, aber auch gerne nebelfeucht mal durchwischen kannst oder durchwischen lassen kannst. Nebelfeucht, dann wäre dann das Richtige. Mhm. Danach haben wir einen zweiten Aufsatz, das ist ein Mikrofasertuch, auch einfach drauf machen und dann so leicht benebeln, wirklich nur leicht feucht machen und dann mal durchwischen lassen. Ja. Mit dem Elektrostatischen kriege ich diese Staubwölfe, sagt man, glaube ich, dazu. Und natürlich auch Hunde- oder Katzenhaare, Tierhaare allgemein. Die werden da prima angesaugt. Und dann kann ich einfach mal ein bisschen feucht nachwischen. Ja. Ersetzt natürlich, das müssen wir sagen, nicht den Großputz. Also einmal im Monat trotzdem Wischmopp raus und mal gründlich putzen. Aber so zum Nachreinigen, dass der Boden schön sauber aussieht und schön glänzt, ist das eine hervorragende Alternative. Und vor allem eine günstige Alternative. Da sind wir wieder bei der Diskussion. Wir Männer, wir würden einmal in der Woche saugen. Die Frauen fangen wahrscheinlich, wenn sie rechts fertig sind, fangen sie links wieder an. Also meine Frau sagt mir jeden Tag, es muss mal wieder gesaugt werden oder gewischt werden bei uns zu Hause. Wir haben einen Hund, ein Langhaar mit langem Fell. Und wir haben natürlich auch noch einen Hamster da im Kinderzimmer meines Sohnes stehen. Das heißt, wir haben also immer eine gewisse Staubentwicklung und immer ein paar Haare auf dem Boden. Und da könnte man sich eigentlich dran halten. Jetzt machst du es ganz einfach, während du dich lieber mit deinen Tieren, mit deinen Kindern oder mit deiner besten Freundin beschäftigst. Drückst du einfach mal kurz auf diesen Knopf drauf und wenn du zurückkommst, ist das wie mit den Heinzelmännchen, ist der Boden ausgereinigt, gewischt, im besten Fall sogar noch mal eben feucht durchgewischt. Das können wir uns mal anschauen. Wir haben ein Modell hier für Sie vorbereitet und vor allem möchten wir Ihnen auch mal zeigen, dass Sie keine Angst haben müssen vor irgendwelchen Katschen oder Schrammen in den Möbeln oder an Omas Erbvase, die im Wohnzimmer steht. Einfach draufdrücken und jetzt gucken wir uns das Spektakel mal an, wie er zu Werke geht jetzt hier. Der ist jetzt einfach trocken, wenn Sie ihn jetzt ein bisschen nebelfeucht einsprühen möchten, natürlich auch eine super Idee. Und jetzt fängt er an, Ihren Boden auszureinigen. Und das macht er ausgesprochen präzise. So, komm her, fahren wir in eine andere Richtung. So. Und vor allen Dingen kommen wir jetzt hier an die Grenzen ran. Siehst du? Zack, zack. Er trifft, aber er sucht sich sofort eine andere Richtung. Das heißt, er merkt, dass da irgendein Hindernis ist und weicht natürlich aus. Und so wird dann im Laufe der Zeit der komplette Raum von links nach rechts, von oben nach unten gewischt. Und ich habe dann mal den groben Hausstaub und die Haare, die habe ich da wieder voll im Griff. Oder auch wenn mir mal eine Flüssigkeit ausläuft, kann ich den einfach zum Aufwischen nehmen. Ja. Oder du kennst das auch, gerade im Herbst, Winter, wenn man da mit feuchten Füßen in die Wohnung reinkommt,
Das ist immer ganz extrem. Da hat man diese Fußabdrücke. Ja, einfach unseren Wischroboter drüber schicken und dann sind die wieder weg, ohne selber Hand anlegen zu müssen. Zieh die Schuhe vor der Tür aus. Ja? Das kannst du den Kindern, glaube ich, 100-mal sagen. Beim 101. Mal klappt es vielleicht. Und wenn die Kinder ihre Schuhe dann vor der Tür ausziehen, kommen die Nachbarn und sagen, bei euch sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa, könnt ihr die Schuhe nicht mal reinholen. Ja? Dann doch lieber mal ganz einfach so einen Wischroboter eingesetzt für gerade mal 28,41 €, liebe Zuschauer. 20 Einwegputztücher sind natürlich bereits im Set enthalten, aber auch jedes handelsübliche antistatische Tuch kann hier gerne zum Einsatz kommen. Über 40% Preisvorteil am heutigen Tag für Sie im TV-Sonderpreis bei Pearl TV mit der NC5776 und der 569 bei uns zu bestellen. Übrigens arbeiten wir hier auch kabelfrei, das heißt ohne einen Stromanschluss. Der wird ganz einfach mit Batterie betrieben und das hält locker mal 8 Stunden, ohne dass man über einen Batteriewechsel wirklich nachdenken muss. In 8 Stunden stehe ich im Schweiße meines Angesichts und die Wohnung ist trotzdem noch nicht so sauber wie mit so einer Maschine. Wir kommen zum Saugen. Ja, und Carsten hat seiner Frau jetzt recht gegeben, er saugt ab sofort täglich, denn du hast den Staubsaugerroboter jetzt auch zu Hause. Also er saugt nicht selber, mich ganz tief rein, aber er lässt saugen und zwar ohne irgendetwas zu machen, denn unsere Staubsaugerroboter, die sind einfach genial. Ich kann mir einen Putzplan für die ganze Woche erstellen und dann nach meinem Plan geht der Staubsauger los und saugt. Das Einzige, was ich ab und zu mal machen muss, ist einfach den Staubbehälter, Auffangbehälter wieder ausleeren, aber der ist auch beutellos, das ist auch überhaupt kein Problem. Einfach Klappe auf, schauen wir uns gleich an. Und da ist er drin. Mit 0,4 Liter Fassungsvermögen reicht das eigentlich eine ganze Zeit lang, bevor ich den wieder leeren muss. Die Filter, die üblichen, haben wir natürlich auch drin. So, das muss ja heben, damit der Staub nicht wieder rausfliegt. Und so, jetzt haben wir es aufgemacht und... Schau mal, da ist sogar das Filtersystem mit dabei. Das heißt, du kannst hier jederzeit davon ausgehen, dass also auch das, was du an Staub und an Partikeln aufgesaugt hast, nicht hinten raus, wie bei vielen anderen Staubsaugern, einfach wieder in der Luft verteilt wird, sodass du 2 Stunden später wieder von neuem anfangen kannst. Diesen Staubbehälter ganz einfach über Mülleimer ausleeren. Wenn vielleicht auch grobe Verschmutzungen drin sind, gerne mit dem Lappen durchgehen und dann ganz einfach wieder einsetzen. Und fertig, das heißt, das lästige Staubsaugerbeutel kaufen in irgendwelchen Supermärkten, in irgendwelchen Fachgeschäften, entfällt hier völlig. Super finde ich die Sensoren, die sind übrigens hier an der Seite zu finden. Hier haben wir 2 und hier haben wir 2 Sensoren für die Schmutzerkennung und auch für die Hinderniserkennung. Gleichzeitig hat das Gerät aber auch noch diesen Bumper hier. Das heißt, sobald er erkennt, dass ein Hindernis vor ihm steht, ein Stuhlbein, ein Tischbein oder mal eine Treppenstufe, dreht er entsprechend ab und sucht sich einen anderen Weg. Jetzt haben Freunde von mir gesagt, wie sollten der in Ecken kommen? Der ist doch rund, geht doch gar nicht. Da sage ich immer, doch geht. Schauen Sie sich mal diese Bürsten an. Die Bürsten zum Sauger zu und damit geht es auch trotz der runden Form bis in die Ecken. Guck mal hier, der führt das richtig zu. Den ganzen Schmutz, die ganzen Schmutzknubbel, die du immer in den Ecken dran hast, die werden also hier ganz einfach in den Fangschlitz eingeführt und dann wird es weggesaugt. Ganz tolle Geschichte, schön flach von der Bauart. Das heißt, der findet auch mal den Weg unter das Sofa, unter das Bett, unter den Schrank. Jetzt wollen wir aber nicht die ganze Zeit nur theoretisch drüber sprechen. Wir wollen Ihnen zeigen, wie gut das Kärtchen tatsächlich funktioniert. Und dafür haben wir hier war wieder fast, Konfetti. Ne? Ja. So hat es in Köln mit Sicherheit am Rosenmontag ausgesehen. So sieht es mitunter heute bei den Leuten noch aus. Konfetti kriegst du ja kaum weg vom Boden her. Aber jetzt wollen wir natürlich mal zeigen, wie zuverlässig unser Staubsaugerroboter da zu Werke geht. Moment, fang an. Jawohl, jetzt gibt er Gas. Und jetzt sieht man vor allen Dingen auch, wie zuverlässig der jetzt hier über diese einzelnen Sensoren, die wir Ihnen gerade schon mal aus der Nähe vorgestellt haben, den Schmutz förmlich sucht. In diesem Fall ist es Konfetti. Und normalerweise haben Sie hier bei Konfetti auf so einem Boden kaum eine realistische Chance. Das hängt Ihnen wirklich in der letzten Ritze drin. Viele Karnevalsfans finden das Konfetti mitunter also auch noch 3-4 Wochen später irgendwo in den Fußmatten ihrer Fahrzeuge. Das kennen Sie alles, das müssen wir nicht extra näher beschreiben. Aber schaut dir mal an, wie hervorragend der da zu Werke geht. Ja, und der sucht den Schmutz förmlich und vor allem, der ist so klein, so flach, dass der auch unter Sofas geht, unter Betten, unter Schränke, dort, wo Sie unter Umständen mal vergessen zu saugen. Und er macht das ganz automatisch. Und ich kann ihn so programmieren, dass er einfach anfängt, wenn ich nicht da bin und auch fertig ist, wenn ich zurückkomme. Das heißt, heimkommen und die Wohnung ist durchgesaugt. Das ist doch mal was richtig Schönes, oder? Das ist der Traum einer jeden Hausfrau, eines jeden Hausmannes. Du musst dich nach getaner Arbeit nicht mehr mit dem lästigen Thema Hausarbeit rumschlagen,
sondern kannst dich ganz entspannt direkt vor den Fernseher setzen, zum Sport fahren oder dich vielleicht dann doch noch mal ein paar Minuten länger lieber mit den Kindern beschäftigen, als die lästige Hausarbeit zu machen. Schaut das mal an, wie präzise der zu Werke geht. Ich habe den schon so oft vorgestellt hier. Ich habe den selber zu Hause übrigens, auch schon seit einigen Wochen. Und ich bin immer wieder überrascht und immer wieder geflasht, wenn ich sehe, wie zuverlässig der das macht hier. Ja. Gehen wir mal auf ein Hindernis, zack, sehen Sie das? Und das Schöne ist, wenn der Akku leer ist, dann braucht man keine Angst haben, dass er irgendwo hängen bleibt. Nein, der merkt es selbstständig und fährt automatisch auf seine Home-Station zum Aufladen wieder drauf. Lädt das Akku und alles ist dann blitzeblank. Sauber, Akku wieder gefüllt. Ich kann die nächste Phase einläuten. 180,91 Euro, das ist der Preis für unseren Premium-Reinigungs-Staubsauger-Roboter One. Was für ein langes Wort. NC5724 und die 569. Das ist die Bestellnummer und dann heißt es nie mehr selber saugen. Man kann es nicht mal vergessen, weil wenn ich meinen Roboter entsprechend programmiert habe, dann macht er das, auch wenn ich nicht dran denke. Richtig. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Frühjahrszeit, ja, Frühjahrsputz und dann gehört bei den meisten Leuten auch die Fenster dazu. Schweißtreibend, anstrengend und unter anderem auch gefährlich, weil man liest ja leider immer wieder, ja, irgendjemand ist beim Fensterputzen von der Leiter gefallen oder aus dem Fenster gefallen. Ganz einfach, weil es teilweise schwierig ist, Fenster innen wie auch außen zu putzen. Na klar. Ja, einfach wird es mit unserem Fensterputzroboter. Und ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht in die Statistik geschaut, wie viele Hunderte, wie viele Tausende dieser Modelle wir in den letzten 2 Wochen alleine rausgeschickt haben an unsere Kunden, weil der unglaublich praktisch ist. Schauen Sie mal, der hat hier diese beiden Reinigungspads aus Mikrofaser. Das kennen Sie wahrscheinlich auch von anderen Einsatzbereichen im Haushalt. Gerade in der Küche wird Mikrofaser gerne eingesetzt, weil man natürlich hier mit dieser Faser hier, die wirklich 100-mal dünner ist als ein menschliches Haar, Schmutzreste und vor allem auch Feuchtigkeit hervorragend aufsaugen kann. Ja. Und das macht man sich natürlich jetzt gerade auch bei den Fenstern sehr zunutze, denn ich persönlich habe es weder mit Glasklar noch mit irgendwelchen alten Zeitungen oder selbst mit einem alten T-Shirt aus Baumwolle jemals geschafft, unsere Fenster streifenfrei auszureinigen. Damit ist es mir das erste Mal gelungen. Und ich möchte mich da gar nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe mich ganz entspannt aufs Sofa gesetzt und habe mir das Treiben dieses Gerätes angeschaut und das Ergebnis war fantastisch. Meine Frau hat mich, glaube ich, dafür geliebt jetzt hier, aber das bedeutet eben auch zwangsläufig, dass in der Zukunft das Thema Fensterputzen an mir hängen bleibt. Macht nichts, ich mache es gerne, weil ich es machen lasse von unserem kleinen Kameraden hier. Und ein kleiner Tipp noch von meiner Seite. Ich habe festgestellt, ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert, ich habe festgestellt, dass es sinnvoll ist, eine Seite trocken zu lassen und die andere Seite leicht nebelfeucht anzusprühen. Also nicht nass zu machen? Nicht nass, einfach nur ansprühen. Nur ein bisschen Feuchtigkeit drauf. Reicht schon. 2-3 Mal ansprühen, das reicht schon vollkommen aus. Wenn du jetzt natürlich bei einer Dachschräge oder sowas Vogelschiete hast, musst du ein bisschen intensiver rangehen. Mhm. Aber bei normalen Verschmutzungen und Staub jetzt hier aus dem Frühjahr, das reicht dann vollkommen aus. So, und jetzt gucken wir uns das Kerlchen mal an, wie der auf der Fensterscheibe arbeitet. Denn wir haben ja noch einen weiteren Vorteil. Die erste Generation dieser Fensterputzroboter, die hatten diesen Magneten. Gegen die Scheibe. Und da war immer das Problem, wenn das Fenster zu dick war, hat der Magnet nicht mehr richtig gehalten. Hier haben wir eine andere Technik. Zack. Und die zeigt uns Carsten jetzt eine Ansaugtechnik. Also ein leichtes Vakuum wird erzeugt. So, jetzt hat er sich an der Scheibe festgesaugt. Da kann gar nichts mehr passieren. Jetzt nur noch das Programm starten. Und dann putzt er. Der Fensterrahmen bis an den Rahmen ran. Innen rein wird gleich mitgeputzt. Ja, und das macht er unbestechlich, ohne Pausen zu brauchen. Der geht von links nach rechts und von oben nach unten, sucht sich den Schmutz. Und wenn dann die Scheibe wirklich sauber ist, dann meldet er das auch durch einen richtig schönen Ton. Also macht es akustisch bemerkbar. Ich bin fertig. Setz mich bitte ans nächste Fenster. Stark, hier, guck dir das mal an. Der klettert regelrecht die Scheibe rauf. Mhm. Und dem ist das auch völlig egal, ob er in der prallen Sonne steht, ob es zwischendurch anfängt zu nieseln. Der will keine Gehaltserhöhung, der braucht keine Pause. Und 30 Tage Urlaub im Jahr hat er auch nicht. Der ist zuverlässig. Und vor allen Dingen ist dieses Modell hier sehr, sehr leise unterwegs. Deswegen eigentlich perfekt für den Hausgebrauch. Den kannst du auch mal sonntagsabends um 10 Uhr auf die Scheibe setzen, ohne dass du deine Nachbarn nennenswert störst. Ja, was ich gut finde, nicht nur Scheiben, sondern auch zum Beispiel im Bad der Fliesenspiegel. Wenn ich da bis unten unter die Decke Fliesen habe, setze ich ihn einfach mal an und lass ihn mal die Fliesen sauber machen. Oder auch die Duschkabine. Ja, da ist oftmals so Thema Kalk. Ja, einfach mal einmal in der Woche drüber fahren lassen, dann ist das kein Thema mehr. Wintergärten ist auch so ein großes Thema. Und das putzt er alles von ganz allein. Innen wie außen, sogar Dachschrägen sind kein Problem für unseren Fensterputzroboter, dank dieser wirklich hervorragenden
hervorragend funktionierenden Ansaugtechnik. Mein Schwiegervater hat das Vorgängermodell von diesem, dem blauen. Der eine oder andere wird ihn auch zu Hause haben und der hat einen großen Wintergarten. Mhm. Ganz ehrlich, da sind große, breite Glaselemente drauf und da kannst du als erwachsener Mann nicht drauf rumklettern. Da krachst du rein. Also kannst du immer nur auf den Querverstrebungen arbeiten. Mein Schwiegervater ist deutlich über 70 Jahre alt, soll dennoch auf einer 4-5 Meter hohen Leiter irgendwo oben mit so einem langen Stab da versuchen, die Scheibe auszureinigen. Das ist doch Mumpitz, ja? Er setzt ganz einfach den Fensterputzroboter vorne auf, setzt sich ganz entspannt in seinen Lehnstuhl und schaut sich bei einem Blick auf die Tageszeitung an, wie hervorragend und zuverlässig der Fensterputzroboter den kompletten Wintergarten ausreinigt. Das ist ein Highlight hier, ein absolutes Highlight. Ja. Unglaublich, da putzt und putzt, wir sehen es innen wie außen und das für einen, ja, geringfügigen Preis. Wenn ich bedenke, wenn ich eine Putzfrau engagieren muss oder gar eine Fensterputzfirma, was die verlangen und hier einmalig 313,41 Euro. Das Ganze auch noch sehr, sehr umweltschonend, also da sollten Sie unbedingt zugreifen. Die Bestellnummer ist die NC5805 und die 569 und dann ist er in wenigen Tagen bei Ihnen und der Frühjahrsputz kann kommen ohne große Schrecken. So, jetzt kommen wir aber zu etwas, ja, normalerweise sagen wir Luftreiniger. Aber ich fange jetzt mal anders an, weil zurzeit fangen wieder in den Nachrichten die Flugsvorhersagen geht an. Geht langsam wieder los, ja, oder? Es geht los. Heute fliegen die und die Pollen. Gott sei Dank muss ich da nicht zuhören, weil ich habe keinen Heuschnupfen. Aber für alle Allergiker ist das natürlich ein Riesenproblem. Die dicken Augen, die dicke Nase. Ja, Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich. Und dann ist es doch schön, wenn ich so einen Luftreiniger habe, der unter anderem auch die Pollen hier beseitigt. Zumindest in der Wohnung, in dem Raum, wo es einsetzen, bis zu 100 Quadratmeter. Und dann, ich finde es dann schön, wenn man wenigstens heimkommen kann als Allergiker, als Mensch mit Heuschnupfen, ja, und wenigstens zu Hause tief Luft holen kann. Aber das ist natürlich nur eine Facette unseres Luftreinigers. Der hat noch viel, viel mehr drauf. Das Schöne ist, der filtert natürlich nicht nur diese lästigen Pollen und alles raus, die Allergiker immer so stört, gerade im Frühjahr jetzt zum Thema Heuschnupfen. Der filtert natürlich auch Viren, Bakterien aus der Luft raus. Ich glaube, in meinem Bekanntenkreis ist jeder Zweite im Moment hochgradig erkältet. Da kannst du natürlich auch vorbeugen. Und wir haben natürlich hier nicht nur einen Luftreiniger, wir haben gleichzeitig auch ein perfektes Gerät, um unangenehme Gerüche bei Ihnen zu Hause zu bekämpfen. Vom Kochen, vom Hund, der von mir aus dann auch mitunter schon mal riecht wie ein nasser Teppich, wenn er nass zur Tür reinkommt. Zigarettenrauch ist immer ein ganz entscheidender Faktor. Alleine deswegen entscheiden sich schon 9 von 10 unserer Kunden für unseren Luftreiniger, weil der quasi nichts anderes macht, als diese Geruchsmoleküle, die wir als störend empfinden, in seine Bestandteile aufzuspalten. Ja, das ist eben anders als das, was die meisten zu Hause haben, mit so einem Sprühgerät oder mit einem Raumspray. Damit überdecke ich nur die schlechten Gerüche. Ich eliminiere sie nicht. Und unser Luftreiniger, der zerstört die schlechten Gerüche, die lösen sich auf. Ohne Chemie vor allen Dingen. Ne? Mhm. Schau mal, das ist der elektrostatische Filter jetzt hier. Da bleiben die ganzen Pollen, die ganzen Viren, die ganzen Bakterien, das, was man mit dem bloßen Auge gar nicht wirklich erkennen kann, ganz einfach dran hängen. Wenn der mal irgendwann voll sein sollte, das merken Sie automatisch, dann waschen Sie den ganz einfach unter fließend Wasser wieder ab und gut ist. Haben Sie natürlich jetzt einen Bereich von mir aus in der Küche, in der Großküche zum Beispiel, wo viel mit Fett und so weiter gekocht wird, kann es schon mal sein, dass der kaputt ist. Deswegen gibt es da natürlich auch Zubehör. Aber grundsätzlich behaupte ich, ist der Kauf eines Zubehörs hier bei unserem Luftreiniger nicht unbedingt zwingend notwendig bei ganz normalem Hausgebrauch. Ja, und wir hatten viele Kundenzuschriften, die uns gesagt haben, oh, ich hatte noch eine andere Idee, ich habe den Luftreiniger einfach mal über Nacht ins Auto gestellt. Ja. Auch da wirkt der Wunder. Die haben gesagt, am nächsten Morgen, Auto hat gerochen wie neu, obwohl regelmäßig drin geraucht wird. Mhm. Kann man die natürlich auch nehmen, aber wir haben nachher noch eine Alternative, gerade für was das Auto angeht, für Sie in der Sendung. Wir haben hier übrigens zwei Reinigungsstufen, also ein bisschen den Flüstermodus, ganz, ganz leise oder voll Power. Das heißt also, es kommt ganz darauf an, wie groß die Verschmutzung bei Ihnen ist oder wie groß die Geruchsbelästigung, die man gerade hat oder wie viel Pollen unterwegs sind und so weiter und so fort. Das können Sie dann hier selbst einstellen. Spitze. Der ist jetzt nicht eingesteckt, aber dieser hier ist eingesteckt und arbeitet gerade auf dem Turbo-Modus. Jetzt gehe ich mal ganz nah ran mit meinem Mikrofon. Hören Sie mal. Wir hören nichts. Unser Kühlschrank ist lauter bei uns zu Hause. Ja, der macht wesentlich mehr Radau. Wenn es da mal ruhig ist zu Hause, höre ich den Kühlschrank lauter als alles andere. Das hier kriegt man gar nicht wirklich mit. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben Gäste eingeladen. Sie kochen, Sie schwitzen Zwiebeln an, Sie kochen mit Knoblauch. Schmeckt ja alles richtig gut, aber die Gerüche haben Sie 2-3 Tage in der Küche hängen. Stellen Sie ganz einfach, wenn Sie fertig sind, den Luftreiniger in den Raum. Und wenn Sie am nächsten Morgen den Raum wieder betreten, ist die Luft klar wie an einem Gebirgsbach. Glauben Sie nicht?
dann probieren Sie es einfach mal aus. Es ist eine fantastische Möglichkeit, für ganz, ganz kleines Geld zu Hause für ein vernünftiges Raumklima zu sorgen. Und egal ob in der Wohnung oder auch im Auto oder auch im Schrebergärtchen oder wo auch immer, ganz einfach mal lästige Gerüche verschwinden zu lassen. Für kleines Geld, für etwas mehr als 20 Euro, 23 Euro und ein paar gequetschte, das wäre mir an Ihrer Stelle dieser Versuch mal ohne weiteres wert. Wir haben Tausende davon verschicken dürfen und unsere Kunden sind genauso zufrieden, wie meine Frau und wie ich das also auch zu Hause sind. Das ist die NC 5328 und die 569 und Ralf hat es gerade schon angedeutet. Es gibt natürlich auch für den mobilen Einsatz, unabhängig von der nächsten Steckdose, diese Luftreiniger. Und der ist jetzt brandneu bei uns im Programm und den finde ich spitzenklasse für kleine Räume, für ein Zelt beim Camping, für ein Caravan oder ganz einfach mal eben für einen Raum, wo du keine Steckdose hast. Ne? Auch da mal für gute Luft sorgen. Und zwar ist das ein Solarluftreiniger. Ja. Wir sehen oben hier die Solarzellen, die betreiben nicht nur den Reiniger, sondern die speichern auch die Energie. Das heißt, auch wenn die Sonne weg ist, wenn es tagsüber mal ein paar Stunden schön war, kann ich den dann auch abends und nachts benutzen. Sehr, sehr mobil. Ich kann ihn eben, wie du gerade gesagt hast, auch mal im Campingwagen ohne Strom anschließen oder laufen lassen oder beim Zelten oder einfach mal auf die Terrasse und sagen, in meinem Umfeld möchte ich ein bisschen bessere Luft. Und das Ganze für extrem kleines Geld. 7,51 €. Das ist der Preis für unseren Solarluftreiniger. Und das finde ich schon mal wieder unglaublich. Ja, wir haben gleich noch ein spezielles Modell, das man an den 12-Volt-Anschluss Ihres Fahrzeugs anschließen kann, der eigentlich ursprünglich für den Einsatz im Kfz gedacht ist. Aber den finde ich super. Gerade mal in einem ganz normalen Pkw. Kann ich da genauso reinmachen. Wenn du den jetzt einfach mal über Nacht mal reinpackst, in einem Auto, was geraucht wurde, vielleicht auch einen Gebrauchtwagen, den du gekauft hast. Dein Vorgänger hat vielleicht mal ein paar Zigaretten in dem Auto geraucht. Das hängt in den Polstern drin. Das ist ein unangenehmer Geruch. Gerade die Nichtraucher empfinden das als sehr, sehr störend. Selbst der Raucher empfindet den kalten Zigarettenrauch in einem Fahrzeug einfach nur als ekelhaft. Und da ist natürlich das hier eine tolle Möglichkeit, um auch gerade mal kleine Räumlichkeiten hervorragend auch ganz einfach mal von den Gerüchen zu befreien. Und natürlich ist das auch gleichzeitig ein Luftreiniger. Und man sagt immer, man hat dann das Gefühl, man ist wesentlich besser konzentriert, man fühlt sich fitter, man fühlt sich wacher. Und das liegt ganz einfach an der Konzentration der Ionen in der Raumluft. Ohne da zu physikalisch zu werden, ist es einfach so, dass so ein Luftreiniger in Form von Anionen ganz einfach das Raumklima verbessert, sodass man wirklich das Gefühl hat, trotz Heizung, trotz Umgebungstemperaturen, dass man wirklich glaubt, man steht hier wirklich in einem frischen Waldgebiet oder man genießt die Luft, die man sonst nur nach einem schönen Sommergewitter hat. Tolle Möglichkeit. Hier. Drei Schalter habe ich natürlich auch. Ich kann ihn einschalten auf Betrieb, auf Akkuladen oder ganz ausmachen. Mhm. Und ich kann ihn zum Beispiel auch tagsüber rausstellen, aufladen lassen und abends dann in die Wohnung holen. Richtig. Und auch mit diesem Solarbetriebenen die Wohnung damit reinigen lassen, beziehungsweise nicht die Wohnung, sondern die Luft in der Wohnung. Das machen unsere Roboter dann. Ne? 7,51 € ist der Preis und die NC 1223 und die 569, das ist die Bestellnummer. So, und jetzt kommen wir zu dem Gerät, was wir jetzt schon angesprochen haben, nämlich dem Reiniger fürs Kfz. Hammer. Wird ganz einfach nur hier an den 12-Volt-Anschluss ihres PKWs angeschlossen. Und dann wird er dafür sorgen, dass die Luft im Fahrzeug wesentlich besser wird. Stichwort Anionen in der Raumluftkonzentration, in dem Fall in der Luft in Ihrem Fahrzeug. Und das hat natürlich durch die Bank weg nur Vorteile. Gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wo es mitunter auch schon mal regnet draußen, wo die Luft noch sehr kalt ist, macht man in der Regel nicht unbedingt gerne die Fenster runter. Erst recht nicht bei der Fahrt. Und das führt einfach dazu, gerade wenn 3, 4 Personen im Fahrzeug sind, dass die Luft irgendwann verbraucht ist, dann wirst du unkonzentriert. Und das ist natürlich beim Autofahren sehr kontraproduktiv. Ja. Damit kannst du dem entgegenwirken, das Klima im Raum, im Fahrzeug wesentlich verbessern und auch damit natürlich unangenehme Gerüche bekämpfen, Zigaretten und vor allen Dingen auch Gerüche von Hunden beispielsweise. Und da gibt es ja viele, die hängen diese komischen Bäume ins Auto. Und ich finde das immer ganz schlimm, wenn du in einem Auto sitzt, wo so ein Wunderbaum sitzt. Also das ist für mich noch schlimmer als der Gestank, der vielleicht vorher drin war. Hiermit habe ich nicht so einen penetranten Geruch und der Gestank, der mich gestört hat, der wird hiermit aufgelöst. Das heißt, ich habe also wirklich allerbeste Luft. Und das brauchen Sie auch nicht durchgehend machen. Vielleicht, wenn Sie samstags Ihr Auto sowieso putzen, dann das Reinigungsgerät in die 12-Volt-Steckdose. Während Sie das Auto putzen, wird Ihr Innenraum von störenden Gerüchen
befreit. Und ich habe auch noch eine Duftspenderöffnung drin. Also wenn ich auf diese zusätzlichen Gerüche stehe, dann kann ich das auch hier noch einsetzen. Muss ich aber überhaupt nicht. Also ich glaube, klare Luft riecht eigentlich gut genug, oder? Das machen die Mädels. Die Mädels machen dann Lavendel oder Eukalyptus in den Fahrzeuginnenraum. Wir Männer, wir nehmen Öl oder irgendwas anderes. Benzingeruch. Ja? Benzin, jawohl. Ja. Aber selbst sowas kann man bekämpfen. Haben Sie schon mal Diesel getankt und die Scheibe dabei runtergelassen? Sie haben diesen Geruch 2 Tage in Ihrem Fahrzeug drin. Ja. Einfach mal für 1-2 Stündchen diesen Luftreiniger mal ins Fahrzeug integriert, ist die Luft im Fahrzeuginneren wieder sauber. Und dann muss man sich auch nicht immer schämen, wenn mal andere ins Auto einsteigen. Tolle Ideen haben wir heute gezeigt. Und ich glaube, damit kann das Frühjahr kommen. Der Rasen wird gemäht, die Wohnung wird komplett ausgereinigt. Damit haben Sie wesentlich mehr Freizeit. Viel Spaß damit. Ja.